Willkommen zum War am Wochenende. Heute mit den Orks gegen die Chaoskrieger. Und wir haben eine Frontlinie dabei aus drei Schwarzorks. Ich denke mal, Schwarzorks sind eine der besseren Varianten gegen die Chaoskrieger. Und eine Stelle hier wird von den Goblins hier übernommen. Ich will einfach mal gucken, entweder irgendwie den Charge aufhalten von irgendwelchen Verstoßenen oder was auch immer, mal gucken. Oder die einfach an eine Stelle schicken, wo ich es ja nicht unbedingt brauche. Oder wo es halt nicht so wichtig ist. Dann haben wir einen Wurzsack dabei auf einem Schweinchen. Und zwei Garg-Bosse, also eine relativ oldschoolige Heldenzusammensetzung. Die Garg-Bosse einfach zum Töten von irgendwelchen Jungs, die Wurzsack zu nahe rücken wollen. Also zu Leibe rücken wollen. Dann haben wir hier noch die Biggons. Die sollen einfach große Ziele aufhalten, mal gucken. Wir haben hier unsere Skirmisher Kavallerie. Mit denen will ich halt Kolek wahrscheinlich töten oder je nachdem, mal gucken, was so geht. Bei den Dirkit Squicks hier, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich die einsetzen werde. So. Also, und dann können wir mal denen hier noch eine Gruppe geben. Den Squicks hier und unserer Nahkampffrontlinie. Dann können wir mal loslegen. Oh, wir haben zwei Manticore. Ist ein bisschen heftig. So, ich will aber auf gar keinen Fall Munition verschwenden. Deswegen werde ich einfach mal das automatische Feuern ausschalten. Und wir haben Chaoskrieger, das ist okay. Dann haben wir an den Flanken Verstoßene. Allerdings nur auf einer Seite. Nicht zu nah rangehen. Wir rücken mal mit unserer Hauptfrontlinie ein Stückchen vor, so hierher. So hierher ungefähr. Immer den Dirkit Squicks. Da muss ich nur aufpassen, dass er sie nicht fängt. Wenn er das jetzt entdeckt und dann gegen sie vorgeht, dann will ich auf jeden Fall hier in die Sicherheit meiner Armee zurückkehren. Aber das ist trotzdem ganz okay bisher. So, mit der Frontlinie gehen wir mal jetzt halt mal hier ein Stückchen vor. Er hat eine Menge Verstoßene auch hier. Zum Glück sind die Verstoßenen ziemlich anfällig gegen Kavallerieangriffe. Okay, er hat keinen Bock hier anzukommen. Oh, 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 weg. Wurzsack geht mal hier so in die Mitte rein. Weg hier, Leute! Mist, der hat hier meine Wolfsreiter gecatcht. Das ist ein bisschen doof. Aber nicht so schlimm, alles okay. Kommen jetzt mal mit den Squeaks rein. Wir müssen hier mal mit denen raus. Wurzsack muss jetzt allerdings aufpassen. Wir können mal ein Buff-Zauber hier casten, aber momentan schaut es irgendwie nicht so toll aus. Hier können wir unsere Oh, ich habe die Moschas verloren. Wie ist denn jetzt das passiert? Oh, das ist hart. Wo ist hierher jetzt? Okay, ich konzentriere mich gerade viel zu sehr auf seine Squeaks. Das ist ein bisschen doof. Wir können ihn jetzt hier mal netzen. Und dann können wir schon mal den einen Manticore hier platt machen. Auch mit den Biggans hier rein. Mit den Biggans kommen wir mal hier durch. Ich brauche jetzt meine Pfeilunterstützung hier hinten wieder. Die Drachenoger sind hier in den Biggans drin, das ist okay. Ein Wurzsack kann eigentlich mal. Wo haben wir denn einen Kampf, den wir jetzt mal dringend gewinnen wollen? Na gut, seine Infanterie ist halt jetzt schon ziemlich platt gemacht worden. Ist okay. Oh Mann, ich Idiot. Was mache ich denn mit meiner Fernkampfkavallerie? Er will die halt unbedingt hier jetzt screenen. Das ist auch okay. Ich meine, gut, jetzt schalte ich hier mal das Feuern wieder an.
Die haben noch fast nichts an Munition verbraucht. Und er hat einen Todesmagier dabei, lustigerweise. Die Biggans, die können mal raus. Die Schwarzhawks kämpfen weiter. Unsere Garg-Bosse gehen mal hierher. Und wir haben eine Menge Magie. Ah, schade, den können wir ja nicht übercasten. Dann können wir hier drüben den Zauber casten und hier mal versuchen, jetzt mal richtig Platz zu machen. Okay, ich schalte hier den wieder an. Ah! Und hier können wir jetzt mal... Nee, das lohnt sich nicht. So. Aber hier können wir mal einen Foot of Gork reinjagen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Ziel. So. Und unsere Garg-Bosse, die können jetzt mal hier angreifen. Was cool wäre, wenn wir jetzt wieder einen Effigy of the Git hätten. Das wäre nice. Das wäre richtig cool. Biggans. Gehen mal mit hier rüber zu den Schwarzhawks und leisten da Unterstützung. Und der Wurzak geht mal hier rüber, weil ihr solltet mit Wurzak immer in der Nähe eurer kämpfenden Truppen bleiben. Okay, ihr kommt hier mit her. Das war jetzt ein etwas holpriger Start. Aber er hat halt noch diese beiden Manticores hier. Das, und er zieht seinen General schon auch immer ganz gut zurück. Das macht er schon recht gut. Okay, ganz kommen jetzt hierher. Die sind, halten sich momentan da hinten in rechts in der Ecke auf. So, jetzt hier drauf. Er will jetzt immer einen General goonen. Coole Sache. Die Schwarzhawks werden gewinnen. Hoffen wir es mal. Schwarzhawks können jetzt mal hier mit rüber gehen in den Kampf rein. Hier können wir jetzt nochmal seinen General angreifen. Wir müssen nur auf Wurzak jetzt aufpassen. Der hier versucht hier unbedingt Wurzak an Wurzak zu kommen. Was? Wieso konnte er abheben? Er war doch genetzt. Aber gut. Solange er hier versucht, unseren General zu töten, machen wir das gleiche natürlich mit ihm. Hier kommt unsere andere Einheit Biggans wieder. Der Wildschweinreiter. Hier müssen wir mal unsere Fernkämpfer so ein bisschen in Sicherheit bringen. Die werden nämlich hier gerade vom General angegriffen. So, Wurzak. Was ist jetzt eigentlich mit Effigy? Das dauert noch ewig. Wir können mal mit den Schwarzhawks hier drüben reinballern. Und das war's. Okay. Vielen Dank an meinen Gegner. Hat auf jeden Fall war kein lustiges Match. Ich habe ein bisschen schlecht gemicrowed. Aber er hatte halt auch eine echt ziemlich... Naja... Nicht so eine optimale Frontlinie. Also er hatte halt einfach... Diese Chaoskrieger ohne Zweihandwaffen und da habt ihr. Die haben halt keine Chance gegen die Schwarzorks hier. Da hat er irgendwie so viele Verstoßen auch hinter meinen Reitern hinterher geschickt, die sie nicht fangen können. Wenn ich jetzt. Ja. Wenn ich meinen Feuer frei noch angehabt hätte, dann hätten die wahrscheinlich auch noch richtig viel Schaden an denen gemacht. Dass sie fangen hätten können. Naja, okay, also ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.